Mein Name ist Ash Ketchum und wir machen uns jetzt auf zum Mondberg. Denn ich möchte einen Zubat fangen. Oder einen Kleinstein. Oder ein Fluffel, Pummel, Luff, ja. Dazu habe ich meine Pokebälle eingepackt und bin nun auf dem direkten Weg dahin. Muss nur ganz schnell durch Alabaster. Da unten, da war ein Cerberus. Den laufen wir jetzt gleich mal vorbei. Und gehen jetzt weiter den Weg entlang. Kein Pokémon-Trainer, der uns heute battlen möchte, zum Glück. Nein, Spaß beiseite. Wir sind natürlich bei Earthbound. Und wenn es aber jetzt gerade in einen Berg reingeht, wo zig Pokémon-artige Viecher durch die Gegend rennen, drängt sich dieser Vergleich einfach auf. Ich meine, Junge mit Rucksack, der durch die Welt streicht und Höhlen untersucht. Hey, Pokémon, oder? So, erstmal die Maus wegbashen. Beim letzten Mal wurden wir ja jämmerlich von Würmern zusammengeschlagen. Das lassen wir uns diesmal nicht bieten, denn wir werden hier einfach stärker. Schließlich wollte uns gerade die Maus gerade beißen. Wir haben sie umgeschlagen. Das Einzige, okay, das war ein heftiger Treffer. Das Einzige, wo ich jetzt gerade nicht aufgepasst habe, dass ich gar keine Psychopunkte mehr habe. Das heißt, mich nicht mehr durch mein Alpha-Aufladen heilen kann. Was aber nicht so schlimm ist. Ich denke mal, ich werde das auch so ziemlich gut hinkriegen. Sollte ich scheitern, starte ich halt wieder am Haus und greife halt gestärkt an. Ich habe jetzt nicht gelevelt offscreen, sondern direkt weitergemacht. Das heißt, ich bin nicht stärker als das letzte Mal. Aber wenn ich mir jetzt ein Level-Up verdienen könnte, wäre das schon gar nicht mal so übel. Ich weiß gar nicht, wie viel... Doch, 34 XP-Punkte und ich glaube, 800 noch was brauche ich. Also sollte es kein Problem sein. Okay, ich gehe mal in die erste Höhle rein. Wir haben ja festgestellt, dass es oben zu immer weitergeht. Ach, jetzt kamen wir diese miesen kleinen Würmer. Und natürlich gleich zwei. Ah, nee, das sind die Ameisen gewesen. Und Bash. Hat sich gerade geheilt oder was, die Ameise? Er wollte sich heilen, hat aber keinen Sinn gemacht, weil es noch keinen Schaden genommen hat. So, die Ameise hat Hilfe gerufen. Hat aber nicht viel geholfen. Und dafür gab es jetzt wieder 74. Na, nicht übel. Und noch ein Geschenk. Check. Es ist Skip Sandwich Inside. Yo. Lecker. Ich weiß nicht, das Sandwich lädt das vielleicht auch unsere Psychopunkte auf. Ah, die Maus lassen wir jetzt kurz. Was sind denn das für kleine Hügelchen? Okay, die machen nichts. Die Maus hat uns so gelassen, die nicht. Die werden wir jetzt noch betteln. Und vielleicht esse ich dann erstmal was. Noch habe ich 61 HP, aber wie man weiß, die Viecher hier sind gar nicht mal so schwach und können mich ziemlich schnell, man sieht es gerade, runterbetten. Vor allen Dingen, wenn mehrere in der Gruppe kommen, kann es bei Earthbound doch ziemlich eng werden. Wenn man ja eigentlich selber eine Party hat, die man mitschleppt, wie gesagt, eigentlich. Ich habe momentan noch niemanden in meinem Team. Okay, das war gar nicht mal schlecht. Ich wollte mich von hinten anschleichen, aber die Maus hat sich nicht anschleichen lassen, also gibt es direkt ein paar Druff. Sie hat wieder daneben gebissen, was gut für uns ist. Vielleicht soll ich mich doch mal heilen. Ja, ist keine schlechte Idee. Wenn nicht, sobald zwei Mäuse auf einmal kommen, haben wir schon ein Problem. You won. Natürlich. 34 XP, gar nicht mal übel. Jetzt können wir noch mal kurz unseren Status checken. Next. Oh je. 167 for the next level. Ob ich das Risiko... Ich gehe es einfach mal ein. Da ist nochmal eine Ameise, die können wir nochmal bashen. Da bräuchte ich eigentlich... You won! Ach ja, ich bin jetzt zu stark für die Ameisen geworden. Jedenfalls für die. Okay, hier ist nix. Das könnte man ja nochmal riskieren, weiterzulaufen. Weil es müssten jetzt nur noch... Das sind zwei Ameisen. Immer schön eine nach an. Ach, jetzt kommt die zweite auch noch dazu. Ach, die Schnecken. Na gut. Yeah. 3 HP. Okay, die schaden halt nix. Die machen immer nur 3. Aber ich glaube, die treffen immer. Die platzieren sich nicht. Ich bin mal gespannt, wie viel Erfahrungspunkte es für die geben wird. Das war es auch mit der, würde ich mal sagen. Und es gibt... 81. Das ist natürlich jetzt ein Risiko. 49... Ich esse was. Ihr habt ja auch nichts davon, wenn ich dann wieder den ganzen Weg zurücklaufen soll. Dann esse ich jetzt einfach mal ein Skip-Sandwich. Und das bringt mir was? 6 HP? Ist ja lächerlich. Oh Gott, da oben wartet eine ganze Armee. Also esse ich jetzt nochmal was. Ein Cookie. Haben wir keinen Cookie mehr. Dann nehme ich... Oh Gott, esse ich einfach mal einen Hamburger.
Maxi mit out. Okay, den Hamburger soll ich vielleicht nächstes Mal ein bisschen später essen. Aber jetzt kommt gleich eine ganze Menge, 4 Stück auf uns zu. Gut, dass ich nochmal aufgeladen habe. Und nach dem Kampf werde ich definitiv aufsteigen. Und werde einfach mal hoffen, dass ich das jetzt überlebe. Aber es sind ja nur die Schnecken, die ja wirklich nicht so viel Schaden machen. Aber wie gesagt, leider immer treffen, so wie es aussieht. So, 2 weniger. Und Sluxy ist attacking. Genau. Naja, nicht so schlimm. Gibt's einfach nochmal ein paar drauf. Ich mag die Kämpfe hier. Die haben zwar 0 Animationsphasen, man sieht noch nicht mal sein eigenes Team, aber das ist eigentlich völlig egal. Es macht wirklich Spaß zu kämpfen. Jetzt müsste ich aber aufsteigen. 108 XP, yeah, Level 9. Bei 1, EQ, ich bin klüger geworden. Haha, klüger werden durch Kämpfen, das ist doch super. Und ich habe auch gleichzeitig wieder 4 Punkte in meiner Psycho-Fähigkeit gekriegt. Na gut, man kann die nicht austricksen so leicht. Wir haben ein gewisses Bewegungsmuster hier. Wenn ich mich bewege, bewegen die sich auch. Ja, ich greife die Maus an. Die hat mehr, also die macht mehr Schaden. Ja, und da hat es auch gleich losgelegt. Aber ich scheine nicht viel mehr Abwehr gekriegt zu haben, weil die Maus macht wieder 13 Schaden. Ungefähr eine Art hat sie ja vorher auch schon Schaden angerichtet. So, na toll. 2 hässliche Ameisen. Na gut, eine können wir mit einem Schlag wegkriegen. Oder doch nicht. Ich bin schon fast wieder runter. Nicht gut. Gut, eine Ameise weniger. Aff. Na komm schon. Aber ich habe schon fast nur noch die Hälfte der Energie wieder. Das ist doch nicht normal. Ganz schön haarige Kämpfe hier. Vielleicht sollte ich mir wieder einen Burger reinziehen, aber eigentlich bin ich auch ein bisschen zu geizig, dauernd die guten Nahrungsmittel rauszuhauen. You won! Okay, gucken wir uns erstmal die Höhle an. Vielleicht gibt es da wieder was Gutes für mich. Eine Maus. Und ein Geschenk. Wenn da wieder was Leckeres drin ist, habe ich kein Problem, das zu essen und weiterzulaufen. Ja, komm. 1 Damage nur noch. Also gibt es auch unter den Gegnern... Oh, warum machen die immer Maximalschaden? Also die Mäuse sind an sich scheinbar schwach, aber die machen oft kritischen Schaden. Und deswegen sind die gar nicht mal so eine Gefahr, die man unterschätzen sollte. Wie im Haus selber, wenn man Mäuse hat, sollte man aggressiv dagegen vorgehen. Genau. Jetzt kriege ich bestimmt wieder Ärger von irgendwelchen Tierfans. Aber hey, egal. Ein Cold Remandy. Also werden wir mal das probieren, das zu essen. Nee, Equick ist alles richtig. Ach, da fällt mir gerade auf, wir haben ja noch nichts an Body. Also wir haben noch keine Rüstung oder sowas. Wo haben wir hier... Use. Lecker. Was? Kein sichtbarer Effekt auf mich? Was kann man dann essen? Nehmen wir eine Brotrolle. Ja, 32 HP, das geht schon. Oh, gleich wieder Überraschungsangriff. Sind aber zu Glück nur 2, das sollte gehen. Ich habe daneben geschlagen, das ist aber nicht, auch die auch. Hier ging alles schief. Die hat Hilfe gerufen, es gab nichts. Aber die hat jetzt getroffen, was ich nicht gut finde. Na los, greif doch mal an. Yeah. Aber wenn das so weitergeht, komme ich in dieser Höhle wirklich nicht weit. Das ist was für Cookie. Das hauen wir uns gleich rein. Lecker Cookie. Wie viel bringt das? 6 HP, okay, das war lächerlich. Da unten ist nochmal eine Gruppe von Gegnern, mit denen ich mich jetzt aber nicht dröschen will. Ach, hier sind ja noch mehr. Hehe. Ja, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Dann lieber nochmal ein bisschen aufleveln, in aller Ruhe. Und nicht gleich draufgehen. Ich bin ja auch mal so gespannt, wie weit diese Höhle hier geht, wie groß die ist. Aber ich denke, es dürfte nicht mehr lange dauern, da sehe ich das Ende und ich hoffe, ich bekomme am Ende dieser Höhle einen neuen Teampartner. Zu zweit macht sich immer alles besser. Da vermisse ich ja noch die guten alten Zeiten von Secret of Mana, wo man die Möglichkeit hatte, zu dritt gleichzeitig ein Rollenspiel zu spielen. Aber da war das Kampfsystem auch anders, da war es halt ein Echtzeit-Kampfsystem. Das macht die wahrscheinlich um einiges besser als das hier. Da ist diesmal keine Höhle, aber ich sehe noch 2 Gegner. Naja, gerade drauf. Ich hoffe diesmal auf Schnecken. Die sind weniger Stress. Ach, scheiß Ameisen. Also ich krieg sie doch nicht mit einem Schlag, die Ameisen.
Wäre eigentlich schön gewesen, wenn das möglich wäre. Oh, noch eine. So, eine weniger. Ja! Mit einem richtigen schönen Smash. Gleich noch eine weniger. Und die hat daneben geschlagen. Läuft gerade gut für uns, aber ich hoffe, die trifft jetzt nicht. Gut, die ist sowieso weg. 101 XP. Müsste ich gleich mal gucken, wie lange es noch dauert, bis ich wieder aufsteige. 128 nur noch. Na, das läuft doch wie geschmiert. Oder ist das jetzt schon der Ausgang der Höhle? Da gehe ich aber noch mal reingucken, was da unten uns... Ah, hat uns nichts mehr erwartet. Okay, ich habe gedacht, unten geht es noch weiter. Aber nur Gegner. Aber vielleicht ist ja die ideale Chance... Nee, ich möchte die Ameise angreifen. Die macht einfach mehr Schaden. Wie man merkt. So, nochmal. Jetzt habe ich doch wieder die Schnecke angegriffen, oder? Ja, Mist. Ey, das Mist viel nervt. Ui, ich gehe gleich drauf. Uff. Ey, das war echt knapp. 64, na gut, dann ziehe ich mir jetzt noch was zu essen rein. Und schau mal, wie es draußen weitergeht. Hm, aber ich habe bald keine Hamburger mehr. Bald sind die Hamburger alle und dann stehe ich doof da. Ah, hier ist noch ein Schmetterling, der motiviert. Ich habe noch immer gar nicht rausgefunden, was die Schmetterlinge wirklich bringen. Aber hey, made morphed relaxed. Ach, deswegen Giant Step. Da ist wirklich ein riesiger Fußabdruck oben. Keine Ahnung, wo der herkommt, aber ich fürchte, hinten geht's mit der Höhle weiter. Dann werde ich es vermutlich doch nicht so leicht überleben. Schnell zum Präsent, selbst wenn es nur eine kleine... Ah, you won. Sehr gut. So was a cookie, yeah. Und nochmal gucken, was im Geschenk drin ist. Ich hoffe, wir haben ein bisschen Body Armor. Ist der Hamburger Inside. Na gut, ist auch nicht schlecht. Wie viel Energie haben wir noch? Vielleicht ziehe ich mir noch einen. Ja, ich ziehe mir auf jeden Fall mal das Cookie rein. Es sind halt nur 5 HP, die da regeneriert werden. Ach, jetzt merke ich gerade, umso stärker ich werde, umso weniger HP werden auch regeneriert. Ach, die scheiß Ameisen wieder. Aber ich muss die halt mitnehmen, damit ich aufs neue Level komme. Ansonsten, naja, werde ich den nächsten Kampf wahrscheinlich nicht überleben, weil ich das Gefühl habe, ich werde sowieso bald auf den Endgegner stoßen. Also wieder mal ein Endgegner. Yeah, Level 10. Ah, meine Heilung ist jetzt gerade gestiegen. Dann werde ich die doch gleich mal anwenden, würde ich mal sagen. Healing, Life Up A. Aber warte mal, Life Up und Healing, tut das nicht dasselbe? Ich nehme mal Healing. Okay, geht wahrscheinlich nur gegen Statuseffekte. Dann mache ich nochmal Life Up A. Sehr gut. Und ich habe wieder volle Stärke. Na kommt schon, dämliche Ameisen. Weiter geht der Kampf. Ich bin jetzt wieder stärker geworden. Vielleicht kriege ich jetzt einen mit Einschlag weg. Na sehr gut, geht doch. Na, 14 Schaden, das macht nicht so viel. Scheinbar ist jetzt auch unser kritischer Schaden gestiegen. Und unsere Verteidigung, was eigentlich viel wichtiger ist. Weil wir keine Body Armor haben, ist Verteidigung eigentlich einer der wichtigsten Dinge, die wir momentan brauchen. Sonst gehen wir nämlich einfach lächerlich drauf. Und das will ich ehrlich gesagt nicht. You won! Ich bin schon gespannt, was uns ganz oben erwartet. Auf den Giant Step. Und was ist das jetzt? Hm. Check. No problem there. Also, talk. Kann ich mit dem Ding reden? This is the first year sanctuary location, but it's not mine. No. Take it from me if you dare. Monster Shit. Ich glaube. Also, ich probiere jetzt gegen das Vieh zu kämpfen. Aber ich glaube, das wird nichts. 29 Schaden. Okay, ich muss erstmal die kleine Ameise wegkriegen, weil die dort probiert, Life Up A zu machen. Und ich denke mal, die versuchen, die Königin zu heilen. Es hat gerade 7 meiner Energiepunkte geklaut, also meiner Psychopunkte. Okay, dann werden wir uns jetzt nochmal heilen. Sea Gaming A, ah, was ist das denn?
Kost 10. Habe ich nicht. Hypnose A. Okay. Ich wusste gar nicht, dass ich die Fähigkeiten habe. Yeah, es ist eingeschlafen. So, jetzt nehmen wir noch mal, jetzt essen wir noch einen Hamburger. Und dann greifen wir kräftig an. Quasi wie Pokémon-Hypnose. Jetzt bin ich aber schon wieder bei Pokémon, das will ich eigentlich nicht. Wie gesagt, ich habe nicht das gute Gefühl, dass ich den Kampf hier gewinnen werde, weil das viel wahrscheinlich so eingesetzt wurde im Spiel, dass man ein bisschen gelevelt sein muss dafür. Das bin ich nicht. Deswegen gebe ich hier mein Maximales und wenn ich scheitere, werde ich halt beim nächsten Ansatz nochmal kräftig angreifen. Aber davor werde ich halt ein bisschen trainieren gehen. Weil das Vieh beißt uns hier quasi einfach zu Tode. So, jetzt essen wir noch einen Hamburger. Den letzten, den wir haben. Naja, es hat 3 meiner Psychopunkte geklaut, ist aber nicht so schlimm. Bash. 19 HP, also ich kann mich jetzt noch einmal heilen. Das war's dann. Und dann ist bald Ende. Hm. Ich glaube aber nicht mehr, dass ich das jetzt noch großartig überleben werde. Also ich glaube es wirklich nicht. Wäre jetzt ein kleines Wunder, wenn ich jetzt noch eine einzige Attacke überstehen kann. Und ich jetzt nochmal angegriffen habe. Nee, vielleicht habe ich ja noch irgendwas zum Heilen. Can of Fruit Juice, aber das hat ja keinen Effekt gebracht. Das war das Cold Mandy, was keinen Effekt gebracht hatte. Hm, jetzt die Frage, noch einmal angreifen oder versuchen, den Fruit Juice zu probieren. Ich greife an. Ich weiß nicht, was der Fruit Juice kann. Ich greife an. Und das war's. Okay, schade. Versuch was wert. Das heißt, ich werde nochmal trainieren können vor der nächsten Aufnahme und werde dann einfach nochmal frisch angreifen, wenn ich wieder ein bisschen stärker geworden bin. Ich denke mal, beim nächsten Mal kriegen wir das Vieh und dann werden wir auch rausfinden, was das Geheimnis des Giant Step ist. Bis dahin verabschiede ich mich erstmal. Bis zum nächsten Mal.